Ach ja, das Spiel habe ich schon lange, lange auf meiner To-Do-Liste. Neulich konnte ich endlich das Modul zu einem vernünftigen Preis erwerben und habe jetzt keine Entschuldigung mehr. Allgemein gilt es als ein Spitzenspiel. Stimmt das auch? Lass es uns zusammen überprüfen. Was taugt Zombies Ate My Neighbor für den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde vom legendären Entwickler LucasArts programmiert und von Konami 1994 bei uns veröffentlicht. Eine interessante Kombination, wie ich finde. Neben dem Super Nintendo erschien es auch auf dem Mega Drive. Der Nachfolger Ghoul Patrol erschien kurze Zeit später. Das Spiel ist 2009 auf der virtuellen Konsole der Wii erschienen. Die Hintergrundgeschichte ist wie gewohnt sehr oberflächlich und eigentlich nicht relevant. Ihr schlüpft in die Rolle von einem von zwei Teenagern und eure Aufgabe ist es, euren Nachbarn von der wütenden Zombie- und Monsterhorde zu schützen. Grundsätzlich wird Zombies in einer isometrischen Draufsicht gespielt. Das Ziel ist dabei in jedem Level eigentlich relativ einfach. Erkundet das Gebiet und sammelt alle Zivilisten ein. Klingt jetzt natürlich relativ einfach, aber ist es natürlich nicht. Zuerst einmal solltet ihr euch nämlich beeilen. Die Abschnitte sind nämlich voll von diversen Monstertypen gestopft und sie haben natürlich eure Nachbarn zum Fressen gern. Also müsst ihr logischerweise vor ihnen da sein. Um die Menschen zu retten, reicht es jedoch ganz einfach, diese einzusammeln. Je nachdem, welchen Nachbarn ihr gerettet habt, bekommt ihr sogar unterschiedliche Punkte. Die populäre Cheerleaderin bringt natürlich wesentlich mehr ein als die miefende alte Lehrerin. Ist ja klar. Wenn ihr auf Punkte spielt, solltet ihr das also im Hinterkopf behalten und eventuell die Prioritäten entsprechend setzen. Zum Glück seid ihr aber nicht wehrlos. Ihr könnt zwar nicht auf Knopfdruck springen, aber dafür gibt es so einige Wummen und ähnliches. Ihr startet mit einer normalen Wasserpistole, die mit heiligem Wasser gefüllt ist. Die hilft zwar recht gut gegen die einfachen Zombies, aber gewinnt euch später keinen Blumentopf. Dafür gibt es dann aber Raketenwerfer, Dynamitstangen und ähnliches. Leider sind die natürlich alle in ihrer Anwendungsanzahl begrenzt und so solltet ihr die nur mit Bedacht einsetzen. Neben den Waffen könnt ihr aber auch diverse Hilfsgegenstände einsammeln. Neben dem klassischen Erste-Hilfe-Kasten, welcher euch natürlich heilt, gibt es auch noch andere interessante Sachen, wie zum Beispiel einen Trank, der euch kurzzeitig in ein mächtiges, nahkampfstarkes Monster verwandelt. Apropos Monster, hier gibt es eine gute Vielfalt. Von den einfachen, langsamen Zombies bis zu kettensägenschwingenden Irren ist so einiges dabei. Beim Gegnerdesign und der allgemeinen Aufmachung liegt auch der besondere Charme des Spieles. Es nimmt sich nämlich nicht selber zu ernst. Schon alleine die Leveltitel versprühen einen herrlichen B-Movie-Horrorfilm-Charme. Herrlich passend. Diese Anmutung zieht sich dann auch durch das ganze Spiel. Mit das Beste habe ich allerdings noch gar nicht erwähnt. Ihr könnt das Spiel sogar zu zweit im Koop spielen und so macht das Spiel natürlich noch mehr Spaß. Für das spätere Einsteigen in bestimmte Level gibt es auch ein Passwortsystem. Das ist sehr willkommen, da das Spiel für seine Zeit recht umfangreich ist. Grafisch steht das Spiel wunderbar da. Es hat seinen ganz eigenen Stil, der einfach nur herrlich zu diesem B-Movie-Setting passt. Die Gegenden sind liebevoll gestaltet und als einzigen Kritikpunkt habe ich die vielleicht etwas mangelnde Abwechslung der Level-Thematiken anzusprechen. Zwei bis drei mehr Varianten wären durchaus willkommen gewesen. Der Sound, der legt da noch eine Schippe drauf und ist vielleicht sogar das Highlight des Spieles für mich. Herrlich passende Untermalung. Besser geht es nicht. Was taugt Zombies Ate My Neighbors für Super Nintendo also heute noch? Es ist wahrlich ein fantastisches Spiel und trägt diesen guten Ruf zurecht. Die allgemeine Atmosphäre ist einfach nur super geraten und das Gameplay flutscht gut von der Hand. Ich kann das Spiel nur wärmstens empfehlen. Das war der Test zu Zombies Ate My Neighbors für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ihr fantastischen Menschen. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.